Musik von Hans Zimmer ist natürlich, die hat diesen fetten Sound, einfach wie aus den ganzen Actionfilmen. Ganz spezielle Sounds, die einfach wirklich also sehr effektgeladen sind. Von Kanälen, wir sprechen irgendwas, ganz ausgerechnet habe ich es nicht, aber es sind um die 200 Kanäle, die von der Bühne kommen und insgesamt Mischkanäle irgendwas 230. Busse sind wir hier auch mit weit über 100 Bussen unterwegs. Es ist eine Crossover-Produktion, wir haben eine Band, wir haben wirklich Rocktitel dabei, wir haben orchestrale Sachen wie von Da Vinci Code haben wir dabei und daher, wie ich es immer gerne mache, eine zweierlei Mikrofonaufstellung, einmal für eine Overheads für die rein klassischen Stücke und dann Pickups eben für die Rocktitel, wo es dann einfach ein bisschen mehr zur Sache geht. Wir haben hier die Firma Soundhaus, ist hier Generaldienstleister und wir haben hier, sind unterwegs mit K1 und K2 von L-Acoustics. Wir haben Arrays mit 12 K1 und darunter noch 6 K2 geflogen. Wichtig war es mir, dass wir da einfach eine gute Array-Länge bekommen, um einfach auch in tiefen Frequenzen zielgerichtet zu sein, um eben bei diesen ganzen Neumännern und Schöps, die da oben stehen, einfach möglichst große Rückkopplungssicherheit zu haben. Weil wir müssen hier auch einigermaßen, also jetzt nicht, ich rede nicht von AC/DC-Lautstärke, aber leise sind wir auch nicht. Wir sind hier mit drei Bass-Devices allein nur für die Eingänge der Bühne unterwegs. Wir haben also erstmal, wir sind hier, ich habe das Glück, hier eine schöne Stage-Tech, eine Aurus dabei zu haben. Eigentlich sind es sogar zwei Aurus, auch dazu ein bisschen später mehr. Wir haben eben zwei Star-Router zwischen Front of House und der Bühne. Wir brauchen eine enorme Routerkapazität, allein weil ich hier meinen virtuellen Soundcheck mitmache. Das heißt, hier am FOH ist ein Rechner, der einfach mal 192 Spuren aufnimmt. Des Weiteren läuft auch das Monitorpult, was vom anderen Hersteller ist, läuft trotzdem über die StageTech. Ich habe ja hier die Möglichkeit, mit Mikrofonvorverstärkern mehrfach unabhängig voneinander im Gain abzugreifen und hänge einfach mit MADI dann an der anderen Konsole dran. So tun wir das auch hier. Und das wird alles von hier via Koppelpunkten verwaltet. Also wir haben, ich habe es noch hochgerechnet, um die 1200 Koppelpunkte, die wir hier gesetzt haben. Gleichzeitig, weil es auch noch einen Abgriff hier eben für eine Plattenfirma gibt, die auch nochmal mehr Spur mitschneiden werden, die sich einfach nur mit dran stöpseln. Also das ist da einfach schon eine ganze Menge, was hier einfach unterwegs ist. Eine Besonderheit, ich sagte eben schon, ich habe eigentlich zwei Aures hier. Ich habe eine hier voll bestückte Aures hier. Dann eine Besonderheit, mit der ich in den letzten Produktionen ein bisschen herumexperimentieren konnte und auch das Glück hatte, dass auch ich die Möglichkeit hatte, damit herumzuexperimentieren. Wir machen in den Nearfills eine spektrale Delta-Stereophonie. Und da habe ich eben nochmal 192 Koppelpunkte im Einsatz. Die werden aber von einer zweiten Aurus verwaltet, die ich von dieser Oberfläche auch fernsteuern kann, weil das ist ja nur die Oberfläche, das ist ja nicht das eigene Pult hier. Und das heißt, ich kann damit eigentlich zwei Pulte bedienen und damit ist, ja, das reicht dann aber auch an Koppelpunkten und Inputs und Outputs. Das ist schon eine ganze Menge. Ich habe hier die neueste Softwareversion. In der neuesten Softwareversion, es gibt eigentlich zwei Sachen, die ich hier sehr gerne jetzt benutze oder die auch jetzt hier eben für die Produktion mit rausgekommen sind. Und zwar das ist eine VCA-Hierarchie. Das heißt, ich baue mir meine, also 230 Mischkanäle, die mischt man nicht mehr einzeln, sondern die fasse ich alle in verschiedenen VCAs zusammen. Das heißt, meine ersten Geigen kommen alle in eine VCA-Gruppe erste Geigen, dann kommen sie zusammen in eine Gruppe Streicher, dann in eine Gruppe Orchester und dann in eine Gruppe alles. Das heißt, ich baue mir so eine komplette Pyramide eigentlich zusammen und mische nachher fast ausschließlich eigentlich nur noch über diese Pyramide und habe quasi nur noch einen Layer da liegen und wenn ich mal in die einzelnen Kanäle reingehe, dann gehe ich über den Spill-Modus, kriege das hier aufgeblättert, wenn man das hier einfach mal so zeigt, wo hier, wuff, dann blättert hier das Ganze auf. Und somit bin ich eigentlich sehr ergonomisch und sehr schnell beim Arbeiten. Bei so einer Kanalanzahl ist es natürlich immens wichtig, dass man sich das wirklich gut strukturiert, sonst geht man natürlich einfach baden. Aber wenn man das gut organisiert hat, dann lässt sich auch diese Kanalanzahl sehr gut bewältigen. Ein anderes Feature, was ich hier sehr gerne nutze, das ist eben die Snapshot-Automation. Und zwar, ich hänge hier am Timecode dran. Natürlich, wir sind ja synchron zum Bild und das ganze Orchester spielt auch nach Klick. Da habe ich meine ganzen Snapshots, also vor allem die Solisten, die ich geöffnet habe, alle Timecode gesteuert, getriggert, in Snapshots laufen, dass ich mich darum einfach nicht mehr kümmern muss und vor allem einfach nichts vergessen kann.
Wir haben da wirklich einfach im Vorfeld schon das Pult eingerichtet, weil das ist natürlich eine Produktion, die ist nicht mehr in einer Stunde eingerichtet, sondern da saßen wir eher dann 24 Stunden und haben programmiert, bis das alles so war. Und dass man auch einfach schon so weit ist, dass man die Fader hochziehen kann und dass der Soundcheck möglichst schnell geht und dass auch keine Fehler drin sind. Und da war einfach ein super toller Service von dieser Firma, für den ich mich wirklich recht herzlich bedanken möchte. Auch eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, ist, wie kommt es eigentlich dann zusammen, in so Hallen dann solche Crossover-Produktionen zu machen? Wie ich da eigentlich dran gehe, ist vor allem Hauptsache sehr viel auf die Zeiten der Signale achten, um die auszugleichen, aufeinander zu bringen. Und aber auch wirklich Millimeterarbeit am Fader, also wenig EQen, wirklich möglichst wenig EQen und wirklich Millimeter, also wirklich ganz, ganz sorgfältiges Arbeiten. Sich nicht hetzen lassen und dafür auch die Zeit nehmen. Und so ist das so. Irgendwann gibt es den Punkt, wo es zusammenschmilzt. Das kannst du nachher beurteilen, wie es dann geworden ist.